So, der Hugo ist startklar. Wasser ist drin. Kühlschrank ist voll. Jetzt warte ich nur noch, die Emma ist auch drin. Jetzt warte ich nur noch auf die Dame des Hauses. Die müsste gleich durch diese Tür kommen. Ah, da kommt sie her. So. So. So, was? Mütze, Stiefel. Es kann schneien. Es kann schneien? Naja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, hallo zusammen auch von mir. Es geht wieder los. Ja, ich habe gerade schon erzählt, dass wir startklar sind. Wir fahren los. Wohin verraten wir jetzt noch nicht, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob wir dort dann tatsächlich auch einen Platz kriegen. Stimmt. Weil da, wo wir hinwollen, könnte es sein, dass es sehr beliebt ist. Ja, und außerdem haben wir vorher noch einen Termin. Ja. Müssen wir auch noch erledigen. Okay. Dann nehmen wir euch auch gar nicht mit. Okay. Oder? Ja, es ist... Wir müssen ja noch den Hugo aufhübschen und... Ja, wenn wir ihn dann aufhübschen, nehmen wir sie schon mit. Aber jetzt wollen wir ja erst mal gucken. Das klingt dann wieder alles so nach Werbung. Nee. Dann ist das Wort Werbung... Produktempfehlungen nennt man das. Okay, wir fahren jetzt. Affiliate. Tschüss. Wir fahren jetzt los. Supi. Schon sind wir da. Da. Und das Schlimmste ist, die Sonne ist weg. Ja, bei uns zu Hause war Sonne, hier ist keine. Wo sind wir denn? Ach so. Schon sind wir da. Entschuldigung. So, ein kleines Ratespiel. Wo sind wir denn? In? Wo ein schöner Weihnachtsmarkt ist. Nicht in Nürnberg. Einer der ältesten von Deutschland. Wir sind in Rothenburg ab der Tauber. Ja, wir sind in der Mittelalterstadt überhaupt. Rothenburg ob der Tauber, warum sind wir da? Nicht unbedingt wegen dem Weihnachtsmarkt, weil da muss man nicht weit fahren. Schon wegen dem Weihnachtsmarkt. Ja. Das ist der Reiterlesmarkt und der wird heute um 17 Uhr eröffnet. Vom Oberbürgermeister. Vom Oberbürgermeister mit dem Reiterle. Mal schauen, ob wir so lange aushalten, weil wir spazieren jetzt mal rein in die schöne Stadt. Schauen uns da ein bisschen um. Jetzt hat es gerade schon geregnet. Mal schauen, wie lange es jetzt gerade nicht regnet. Mal gucken. Und dann nehmen wir euch am besten mit. Ja. Und wir stehen hier, naja, da kommt gerade einer gefahren wieder. Wir stehen hier auf einem großen Parkplatz, wo es im unteren Bereich auch Strom hat. Hier hinten hat es auch Strom. Ganz am anderen Ende. Zeig mal hier. Da stehen also welche, da hat Strom. Dann da dahinter kommt noch mal ein Teil, da ist auch Strom. Und wir stehen jetzt aber hier in dem Teil, wo es keinen Strom hat. Das ist der P2. 50 Stellplätze. Ja, 50 Stellplätze. Ich glaube, das wären sogar insgesamt mehr. Gut. Dann. Auf geht's. Tschüss. Ooh.
mal rein. Da strahlen die Augen. Wo gucken wir denn rein? In den Weihnachtsladen von Käthe Wohlfahrt. Okay. Oh, hier bin ich richtig. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Schön, ne? Guck mal. Oh, ist das süß. So viele Weihnachtsbäume kannst du gar nicht aufstellen. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Zumindest kommt mal ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Ja, aber die kommt dann erst richtig auf im Gebäude. Abend. Wenn es kalt ist und schneit. Wenn es dunkel ist. Okay. Hier geht's hoch auf die Mauer um Rothenburg. Ich gehe da nicht hoch. Sehr bröckelig. Es wird immer enger. Rummel so um die Kurve. Oh, nicht mal höher. Habt ihr sie gehört? Sie juchzt schon wieder. Weil es hier noch mal höher geht. Ja, das ist die Stadtmauer von Rothenburg. Hier kann man, glaube ich, zumindest im Sommer, ich weiß nicht, ob es jetzt auch im Winter geht, komplett einmal um die Stadt rumlaufen. Da fahren die Autos durch. Ja, genau. Rausschauen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Wenn wir Richtung Stellplatz wollen, müssen wir in diese Richtung. Okay. Oioioioioi. Ich glaube, wenn schönes Wetter ist, kann man ganz weit gucken. So, die Jule hat gesagt, wir gehen auf der Stadtmauer zurück. Jetzt ist sie die ganze Zeit schon am Jammern. Ich glaube, das war nicht gut. Geht's runter? Ja, aber das ist doch ein Geländer. Ja, eben. Sei froh, dass du nicht so groß bist. Du-dong, 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 du-dong. Okay. Unser Großer würde sich hier ständig den Schädel anrennen. Also, wenn du größer bist wie 1,85 Meter, sag ich jetzt mal ungefähr, dann sollte man die Mauer vielleicht nur abschnittsweise belaufen. Fahrradhelm aufsetzen. oder einen Helm aufsetzen. Wer 1,90 Meter ist, muss wahrscheinlich dauerhaft gebückt gehen. Für 2 Meter Menschen ist es hier nicht geeignet. Und hier sind überall so Aufgänge, wo man wieder hochkommt auf die Stadtmauer. Und dann auch so Durchgänge. Und dann geht es hier weiter. Finster war es in alle Ecken. Horch da rein, der Ofenrohr. Und auf der Kellertreppen. Ja, ist ein altes Nürnberger Lied. Das ist das Haus von Meyers Gerkler, das steht in Gossenhof. Das ist schon krumm und buckelt und hat einen schlechten Ruf. Das höre ich mir schon seit 30 Jahren. Ja, aber wir haben es bis jetzt noch gar nicht gesehen, wo das Haus von Meyers Gerkler ist, gell? Steht nirgendwo dran. Singen denn es als alle.
Und daraus ist, glaube ich, auch die Zeile. Finster war es in alle Ecken, horcht der Grein der Uferrohr. Also finster war es in allen Ecken, ja, das versteht man noch. Du musst dich dabei filmen. Ich muss mich dabei filmen. Wenn du hier schon sowas ich muss mich dabei filmen. Okay, ja. Und das und horcht der Grein der Uferrohr, das heißt so viel wie, ja, da weint ein Ofenrohr. Oder wenn halt es im Ofenrohr gescheit knistert und knackt hat, dann hat es halt auch mal pfiffen. Das nennt man halt so. Übrigens, Leute, ich bin ja aus Versehen auf den Auslöser gekommen. Ich habe weder ein Glühwein bisher getrunken, noch ein Bier, noch sonst irgendwas. Ich bin immer so. Das ist ja das Problem. Was? Habt ihr das gehört? Das ist ja das Problem, sagt sie. Ja, und also die Juni Stadtmauer sind hier so Tafeln eingelassen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben die alle hier gespendet. 5 Meter. Ja, ich gehe davon aus, dass der einfach 5 Meter Mauer gespendet hat. 1 Meter. Also zur Restaurierung. Das werden wir mal noch rausfinden. Das gibt's bestimmt, steht es irgendwo geschrieben. Das sind also alle hier verewigt. Welche aus Hannover, aus Rothenburg ob der Tauber, auch, okay. Düsseldorf, Zürich sogar, Schweizer, 1996. Nürnberg. Wo ist der Nürnberger? Du musst jetzt hier runter. Ja, ich filme dich, wie du jetzt mit Schrecken hier runter gehst. Gott sei Dank haben sie ja noch so Balken hingemacht. Extra für dich, Schatz. Ja. So, da ich sowieso jetzt nichts essen darf, bevor die Julia nicht ihre Instagram-Bilder und was weiß ich was gemacht hat, kann ich euch auch ein Video zeigen. Nach der beschwerlichen Stadtrundgang auf den... Was Warmes. Auf den Zinnen haben wir uns jetzt einen Kaffee gegönnt. Kaffee und Kuchen. Wir haben übrigens Kaffee und Kuchen im Wohnmobil dabei. Nehmen wir mal halt wieder mit, haben wir immer. So sind sie halt. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Heute noch ein kurzer Gruß aus Rothenburg. Wir haben... Nein, Roland hat gut geschlafen. Ja, ich habe sogar geschlafen. Ich nicht. Nebenan auf dem Stellplatz... Es sind auch noch ein paar Laster gestanden, die dann an und also es kamen neue und es fuhren welche weg. Also es war schon ganz schön laut. Ja, der Stellplatz. Aber okay, es ist einfach nur ein Parkplatz, könnte man sagen. Man merkt halt, das ist Rothenburg ob der Tauber, die müssen nichts tun. Es kommen hier genug Leute her. Der Parkplatz, Stellplatz, also es ist auch ein Stellplatz, als Stellplatz ausgezeichnet. Es ist auch Fähr- und Entsorgung da, es sind auch Toiletten da. Kostet 12 Euro, Strom ist da für... begrenzte Anzahl, es parken hier aber auch viel, viel mehr ohne Strom, wir auch ohne Strom und dafür ist es einfach laut. Also man kann es jetzt mit Wolframs-Eschenbach zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Die müssen halt hier nichts tun, Rothenburg ob der Taube ist so beliebt, die würden auch kommen, wenn es im Schlamm stehst wahrscheinlich. Ja, es ist geeignet wirklich, dass man einfach mal die Stadt anschaut und dafür ist es aber genau man hat richtig. Es ist man ist sofort in der Stadt drin. Ja. Also für einen kurze Wege. Wir stehen jetzt sogar 2 Nächte hier, aber für eine Nacht ist es absolut erträglich. Man kann die Stadt anschauen, hat kurze Wege, ist überall gleich drin. Und es ist jetzt nichts, wo man länger Urlaub macht. Und wir gehen jetzt ein Stück mit der Emma. Schauen uns mal hier so die Aussicht an. Ups. Ja, und dann gehen wir in die Stadt. Auf dem Weihnachtsmarkt. Heute Abend. Auf dem Reiterlesmarkt. Wenn es dunkel ist. Genau. Dann nehmen wir euch dann vielleicht mit. Ja, dann nehmen wir euch natürlich mit. Noch ein Blick ins Taubertal. Der Julia neues Haus. Was sagen wir, oder? Warum würde sie nicht einziehen? Doch, zur Eingewöhnung. Weil? Oh, sie geht sogar nach vorne. Hier geht's nämlich runter.
ins Taubertal. Der Blick, das ist der Wahnsinn, wenn du da... Ja. Die Terrasse mit Aussicht. So, jetzt sind wir auch mal ein Stückchen runtergegangen und dann stehen hier Menschen im Wald. Hallo! Hallo! Ich hab schon gesagt, pssst! Weil die schauen so aus, als würden sie Yoga machen. Die stehen da immer. Was ist das denn? Ich schätze mal, das ist irgendein Kunstobjekt. Ja, und es gibt hier einen Lehrpfad, der fängt hier an. Von 2 Kilometer Länge, von diesem Wildbad bis zur Hammerschmiede geht es wohl. Und dazwischen sind immer so Stationen, habe ich gelesen. Das schauen wir jetzt mal, ob wir das finden oder ob wir das gehen. Ja, an der Schandtauber entlang. Okay. Und hier ist noch so ein, ja, ein Schlösschen im Hintergrund. Da unten steht es, was es ist. Ja, je näher man kommt, desto mehr wird es ein Schloss. Guck mal, was hier steht. Tagungsort. Also wir befinden uns hier bei der Schandtaube. 1317 haben sie den Namensschutz so benannt, das heißt nämlich eigentlich kurze Taube. Fließt dann hier in die Taube. Das Außergewöhnliche ist, dass die hier so ein Höhlenkarstgebiet entwässert. Also die fließt quasi schon unterirdisch mehrere Kilometer, bevor sie hier dann an der Quelle irgendwo austritt. Und dadurch, dass es niederschlagabhängig ist, ist es manchmal auch vom Wasserstand hoch, niedrig, reißend, und deswegen ist es auch, was es eigentlich in Franken nicht gibt, manchmal ein Wildbach. Wusste ich so bisher auch noch nicht, was man alles aus Franken kennenlernt, obwohl man hier lebt und aufgewachsen ist. Ja. Schön. Hast du schon das schöne Haus von oben gesehen, wo wir vorhin waren? Oben waren wir vorhin. Ist schon klasse. So, jetzt sind wir unterhalb dieser Tagungsanlage, die wir euch schon von oben gezeigt haben. Stehen neben einem Designobjekt. Ja, das ist heißt da. Kubus neben der Tauber von 2018. Hier ist das Schild, hier ist der Kubus. Okay, das hätte ich auch geschafft. Ich hätte euch nur nicht erklären können, warum es ein Kunstobjekt ist. Und die ganze Anlage ist riesig. Jetzt sind wir unterhalb und es ist alles so in den Berg hinein gebaut. Wahnsinn. Von da vorne kamen wir gerade, da war die Schandtaube. Jetzt ist sie bereits in der Taube.
die fließt dann eher gar nicht. Herr Dollmann macht die Kunst nicht kaputt. Steht da noch was? Da stecken alte Bäume drin, glaube ich. Ach so. Sieht man nur ganz schlecht. Ah ja, das ist ein Baumstamm. Man sieht es überhaupt nicht von hier, der ummantelt ist mit Stein. Beton. Also ordentlicher. Jetzt haben wir uns die nochmal näher angeschaut. Und hier steht's. Das ist die Rast auf der Flucht vor der Auseinandersetzung mit der Abgefucktheit des Ist-Zustands. Okay, die flüchten so. Wir flüchten. Also abends, wenn es so ein bisschen schummrig und dunkel ist, möchte ich hier nicht rumlaufen. die Jule schaut immer Walking Dead. Oh, und dann so eine Begegnung. Das hier anschauen und dann hier vorbeigehen. Da wär's aus mit dir. So zusammen. Ja, jetzt ist Samstag, Spätnachmittag. Ist voll geworden. Es ist hier die Hölle los. Also den ganzen Tag schlagen sie sich hier schon um die Parkplätze. Die letzten Meter. Die PKWs, die parken. Quer und längs und... ja. Chaos. Deswegen waren wir ja gestern schon drin gewesen, aber jetzt heute wollten wir nochmal die Abendstimmung einfallen. Also wir gehen jetzt nochmal rein nach Rothenburg und laufen auch nochmal über den Weihnachtsmarkt und nehmen euch da ein Stückchen mit. Ja, hoffentlich ist es nicht so voll, dass wir ein bisschen filmen können. Ja. Dass wir euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kriegen. Ein paar Buden werden wir schon kriegen und den Glühweinduft, den müsst ihr halt jetzt, euch schon mal einen hinstellen, jetzt schnell. Jetzt auf Stopp drücken. Genau, Pause-Taste drücken, Glühwein aufsetzen und dann geht's los. Bis dahin. Heute gehen wir mal den Fußgängerweg. Ja, es ist lustigerweise, nachdem alle die Straße reingehen in die Stadt. Da drüben, durchs Tor. Durch dieses Tor ist auf der anderen Seite, das haben wir auch heute entdeckt, das Schild Fußgänger bitte hier. Ist natürlich blöd, wenn alle vorher abgebogen sind, dann hinterher ein Schild hinzumachen. Ja, aber hier ist auch viel schöner. Stimmt. Dadurch leer. Naja, die sind alle schon am Hier ist ein Amphitheater. Aber so alt ist Rothenburg noch nicht. Ah. Die Jule ist gerade gelaufen, auf einmal schaut sie nach links. Wow. Bisher waren die Fenster ganz klein und das ist groß. Ja, hier hat es den Ausblick ins Taubertal. Aber toll, ne? Rothenburg ob der Tauber liegt nämlich. Ja, ob der Taube. Okay. Oben drüber. Weiter geht's. Heute ist schon wesentlich voller wie gestern, gell? Ich mache mal einen kurzen Schwenk. Ganz das Rathaus wird gerade restauriert, ist aber schön eingepackt, damit man so sieht, wie es eigentlich ausschaut. Gibt es was Besonderes heute? Schneeballen. Schneeballen haben wir gerade schon gekauft. Aber so kalt ist doch gar nicht. Vielen lieben Dank. Zu früh kommen.
TV mit Emma. Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Schon sind wir wieder zurück. Ja, wir hoffen, wir haben euch ein paar Impressionen vom Weihnachtsmarkt zeigen können, euch ein bisschen in weihnachtliche Stimmung versetzen können. Wir hatten Spaß. Jo, also es ist ziemlich viel los. Klar, es ist Samstagabend und es war jetzt ganz gemütlich. Wir haben jetzt auch noch ein Bratwurstbrötle gegessen. Ja. Ein paar Sachen, ja, haben wir genascht und probiert. Dann haben wir noch Schneebälle gekauft. Ja. Gibt's hier in allen Variationen über 20 Sorten. Wir haben jetzt nur die Mini-Variante, weil wir uns gar nicht so richtig entscheiden konnten. Ich glaube Vanille und Zitrone, gell? Ich habe Zitrone. Okay. Was du hast, weiß ich nicht. Dann haben wir noch ein paar gebrannte Mandeln mitgenommen und jetzt haben wir noch einen Glühwein warm gemacht und genießen den Abend. Den Glühwein haben wir von daheim mitgebracht. Mhm. Den Eierpunsch haben wir hier schon getrunken. Ja. Ja, und jetzt genießen wir den Abend und ja, und beenden damit das Video. Ach so. Machen wir morgen gar keine Sache mehr. Nö. Okay, wir beenden damit das Video. Da müsst ihr aber wissen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und ein Like und ja, abonniert den Kanal und wir freuen uns auf das nächste. Auf den nächsten Weihnachtsmarkt. Ja, das nächste Video wird ja dann vermutlich der Kaffeeklatsch. Ja, genau. So. Und dann könnt ihr noch ein paar Fragen stellen, falls ihr noch was am Herzen habt. Richtig, schreibt noch was in die Kommentare und am besten tut ihr dann die Glocke drücken, dass ihr nichts weiter verpasst, weil das bei uns trotzdem immer noch sehr unregelmäßig erscheint alles. Ah, ich habe gedacht, die Glocke drücken, damit sie wissen, was sie fragen sollen. Ach so. Ging. Okay, in diesem Sinne, Servusle. Ah, habe ich auch. Bis zum nächsten Mal. Wir machen es für die anderen zwar. Bling. Habt Spaß, bleibt gesund. Bis bald.